Gegrüßt, liebe Kaninchenfreunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich wollte euch mal so ein kleines Update über die restlichen Kaninchen geben, sozusagen. Ihm hier geht es bis jetzt noch gut. Seine Geschwisterchen sind ja alle gestorben, aber er macht sich hier noch relativ gut. Mal gucken, ob er mir erhalten bleibt. Dann haben wir hier noch zwei Stück. Das sind seine Schwestern sozusagen. Auch denen geht es soweit gut. Normalerweise waren hier drei drinnen, aber die junge Dame sozusagen, ist hier gestorben. Die beiden halten sich bis jetzt eigentlich auch noch ganz gut. Gerade die sind eigentlich recht interessant, denn die haben hier so einen spitzen Kopf, relativ lange Hinterläufe. Also scheint nicht so eine klassische Kaninchensorte zu sein. Ich hatte irgendwo mal auch einen Kommentar gelesen, doch mal in einem anderen Video gesehen, dass es durchaus Hasenkaninchen sein könnten. Von daher hoffe ich mal, dass die hier gut überleben. Wie gesagt, in dem Stall war jetzt ein Todesfall. Ich gucke jetzt mal, wie es mit denen weitergeht. Die vier hier, die halten sich überraschend gut. Also hier sind einige gestorben sozusagen. Ich habe jetzt heute den Stall einmal gereinigt, einmal alles schön sauber gemacht. Die halten sich auch ganz gut. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass wohl nicht jedes Kaninchen an diesem Virus stirbt, sondern tatsächlich auch manche überleben. Von daher hoffe ich mal, dass die ein Stück weit dazukommen, dass die von Natur aus vielleicht so gewisse Antikörper haben. Auch die weißen Kaninchen sind sehr interessant, denn die haben hier eine schwarze Nase. Ich weiß das von ihrem Daddy sozusagen. Einer seiner Elternteile wohl so ein kalifornischer Russer war. Russenkaninchen. Und da haben die hier auch so eine schwarze Nase. Mal gucken, was mit denen sein wird. Die haben auch recht dunkle Ohren, zumindest der hier da hinten. Mal gucken. Ich hoffe, dass es denen soweit gut geht, dass die hier auch überleben werden. Vier Jungtiere. Die sind jetzt noch keine zwei Monate alt. Ich habe die jetzt auch erstmal so ein bisschen in Ruhe gelassen, in Quarantäne gestellt. Mich interessiert das mal, welche Geschlechter überlebt haben. Also ich weiß, dass die dunklen Weibchen sind. Und von den Weißen war ein Weibchen zur damaligen Zeit und drei Männchen. Mal gucken, ob eins von denen ein Weibchen ist. Spannend, das gilt abzuwarten, wie die sich hier entwickeln. Hier sehen wir ganz deutlich auch die ziemlich schwarze Nase und auch die etwas dunkleren Ohren. Mal gucken. Aber die machen sich ganz gut, die fressen gut, sind hier gut in Gange. Sehr neugierig. Was ja durchaus auch ein positives und gutes Zeichen ist. Mal schauen. Und er hier ist zurzeit mein größter im Sortiment. Ein deutscher Riese.
Der ist auch ziemlich lebendig, aber der hat auch von diesem verseuchten Heu auch nichts gegessen. Heute auch seinen Stall sauber gemacht. Der ist hier gut in Gange. Mal gucken. Ich hoffe, dass das auch bei ihm ein recht gutes Ende nimmt. Bis jetzt hat er zumindest keine Anzeichen gegeben, dass es auch irgendwie kränklich oder ähnliches ist. Dann natürlich halt noch die Kaninchenbabys, aber die kommen separat im Video vor. In einem separaten Video. Die werden jetzt noch einige Zeit in Quarantäne bleiben. Und wenn jetzt eine gewisse Zeit ins Land verstrichen ist und alles in Ordnung sein wird, und irgendwie auch mal wieder raus. Ich hatte gehofft und geplant, vielleicht zum Jahresanfang, zum Frühjahr, mir wieder so ein paar neue Kaninchen zuzulegen und wieder so ein bisschen das Hobby weilen zu lassen. Ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass die ganzen Jungtiere durchkommen. Und was jetzt auch wahrscheinlich so über den Winter das ein oder andere Mal videotechnisch auf eure Bildschirme kommt, ist mein Plan, den ich im Geheimen hege. Ich plane jetzt komplett die ganze Stallgeschichte hier anders zu organisieren. Ich plane eine neue Area sozusagen, also ein neues Gebiet für die Kaninchen hier abzustecken hier auf dem Grundstück und den quasi ein ganz neues Zuhause dort dann zu bauen und ein bisschen gleich auch komfortabler für mich, was Reinigung und ähnliches angeht, denn für mich ist immer so ein bisschen das Problem jetzt zum Beispiel dieser Dreierturm hier. Unten ist ein bisschen doof sauber zu machen, genauso wie auch oben ist ein bisschen doof sauber zu machen. In der Mitte ist es gut. Und ich habe da schon so eine Idee, wie ich das so ein bisschen besser machen kann. Ich werde diesmal alles auf Eigenbau Basis gemacht. Und alles wahrscheinlich mal nur einer Käfige, die dann auch in der optimalen Reinigungshöhe bei mir sind. Und auch ein bisschen mehr Platz für die Kaninchen so abstecken, so dass das für die erstens mehr Platz im Käfig ist und das auch ein bisschen optimaler organisiert wird. Also vielleicht freut ihr euch da drauf, vielleicht findet ihr es interessant oder ihr wollt das auch einfach nur kritisch begutachten. Lade ich euch einfach ein, gespannt jetzt auf die nächsten Videos zu warten. Wird jetzt nicht eine der nächsten sein, aber irgendwann beginnt's und dann nehme ich euch mal mit quasi von null, von der grünen Wiese bis hin, dass alles fertig ist. Ja, ich hoffe, ihr fandet das interessant. Mal so einen kurzen Einblick, kurzes Update zu dem aktuellen Bestand von mir mitbekommen zu haben. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wenn es euch nicht zu viel ausmacht, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Man sieht sich, man hört sich, haut rein.